dazu, meine Freunde, ich bin jetzt wieder hier vorne an diesem Damm. Diese Kiste, hier finden wir alles, was wir brauchen. Wir finden Stöcke, FEF, wir finden Stroh und wir finden den Ton. Alles klar, jetzt haben wir ja alles, oder? Verstärke den Damm mit Ton und Stroh. So, wo ist der Stamm davon? Und dichter Deich. Untersuchen. Haben wir doch gesagt, dichtet den Deich mit Stroh und Ton ab. Eins. Geh weg. Ein paar geschickte Handgriffe, die eines erfahrenen Baumeisters würdig sind, reichen aus, um den Damm zu reparieren. Es ist zwar keine dauerhafte Lösung, aber die Gefahr vor Überflutung ist vorerst gebannt. Geh weg. So, jetzt müssten wir... Hier ist er doch wieder. Alles klar. So, mal. Wo ist er denn? Der alte Mann. Es ist er hier. Mir ist langweilig. Und ich kann Julika nirgendwo finden. Langweilig? Angst vor der Flut hast du nicht mehr. Wer ist Julika? Hahaha, sehr witzig. Wie auch immer, willst du nicht über die Dammreparatur... Was? Wie auch immer, willst du nichts über die Dammreparatur hören? Das Wasser ist gesunken. Ja, ich konnte es durch die Felsen spüren. Du kannst froh sein, dass ich helfen konnte. Es hätte schlimm enden können. Gern geschehen, mein Junge. Danke für deine Hilfe. Seufz. Möchtest du eine Geschichte hören, junger Mann? Es ist nicht schön, von ihr zu erfahren. Was? Es ist nicht schön, von ihr zu erfahren, aber ich glaube, du bist alt genug. Es ist die Geschichte eines wahren Monsters, meines Peinigers, der das Schlachtfeld in Rot getränkt hat. Zuhören. Wir waren alle eine Familie, auch wenn wir uns alle nicht ähnlich sahen. Ich weiß noch, wie friedlich es war, bevor er kam. Wir wollten niemand stören. Wir haben nie nach Kämpfen gesucht. Aber ein Kampf hat uns trotzdem gefunden. Zu Hause hat es immer nach Sicherheit gerochen. Aber nach diesem Tag tat es das nie wieder. Ich erinnere mich, wie ich sie auf allen Vieren sah, wie sie im Blut ausrutschten. Tut mir leid. Ich kann nicht länger darüber nachdenken. Wer sagst du, warst du gleich? Mir ist schlecht. Konzentriere dich. Du hast von einem Schlachtfeld erzählt, einem Massaker. Nein, hör auf, bitte. Ich will nicht. Versuch es einfach. Geh, Dämon, und sieh dir mit eigenen Augen an, was du in diese Welt gebracht hast. Geh hinauf und wieder hinauf. Es macht sowieso keinen Unterschied. Du wirst nie verschwinden. Untersuche den Schauplatz des Massakers in der Höhle. Oh, wo ist denn das jetzt wieder? Da, 38,7, also hier lang. Hier lang müssen wir, oder? 31, jawohl, hier lang müssen wir. Wo ist ja ein Massaker passiert? Hier lang. Nee, das geht hier nicht lang. Dann müssen wir hier lang. Kommen wir hier durch? Nee, hier kommen wir ja gar nicht durch. Jetzt ist meine Fackel kaputt. Oh, ich habe doch noch die eine Fackel. Was muss denn das jetzt wieder sein? Ich habe doch noch eine Fackel einstecken. Die von Miro Knut. 26, 25. Wo soll ich denn hin? Hier ist doch nichts. Untersuchen. Versuch das dort, als du dich den Eisenstangen näherst, die den dunklen Durchgang versuchen, spürst du einen kalten Hauch frischer Luft in dein Gesicht kitzeln. Dieser Weg muss nach draußen führen. Du vermutest, dass der Kastellan ihn benutzt hat, um große Menge konfiszierter Waren in den Höhlenkomplex zu schmuggeln. Versuche, das Tor zu öffnen.
Du hast versucht, das Tor zu öffnen. Geben die Eisenstäbe ein lautes metallisches Geräusch von sich, aber am Ende bewegt sich nicht einmal ein kleines bisschen. Das Tor ist verklemmt. Entferne dich, da es keine Möglichkeit gibt, es zu öffnen. Ach ja, der mit seinem Massaker, der Alte. Wie soll denn das sein? Hier lang? Hier zurück. 33, 32, ah ja, es wird kleiner. 31, 30 hier hinter. 22, 18, also muss doch hier irgendwo sein. 8, 9, 5, da meint das Zimmer. Das Kinderzimmer meint er hier. Ah, die Steinpfeile. Schauplatz des Massakers in der Höhle. Ist hier noch irgendwas? Hier ist auch nichts. 3 Meter sind wir noch. In diese Richtung. Ah, das Schlachtfeld. Hier ist es. Hier ist Blut. Du siehst, was der alte Mann an diesem Ort des Massakers beschrieben hat. Es ist nun offensichtlich, dass Wirklichkeit und Illusion seines verwirrten Geistes eng miteinander verwoben sind. Das vermeintliche Schlachtfeld ist nichts weiter als die Überreste eines Kinderspiels. Untersuche das vermeintliche Schlachtfeld. Verschiedene Holzfiguren liegen verstreut in einem Fleck, der aussieht wie alter Kirschwein. Diesen muss der alte Mann für Blut gehalten haben. Spielzeuge sind abgenutzt und haben hier und da Risse. Die sehen aus, als hätten sie einiges einstecken müssen. Aber wo ist der sagenumwogene Peiniger? Untersuche das Schlachtfeld gründlicher. Du bemerkst einen Abdruck in dem feuchten Holz. Der Abdruck deutet darauf hin, dass dort eine andere Figur gestanden haben muss. Tatsächlich war es die einzige, die noch stand. Die anderen liegen besiegt da. Könnte es sich bei ihr um das erwähnte Monster handeln? Tritt beiseite. Ist klar. Find das fehlende Spielzeug irgendwo in der Nähe. Stoffpuppe nehmen. Wollstoff, hier ist nix. Den Wollstoff nehmen wir auch noch mit, da muss doch noch ein Spielzeug da sein. Hier? Nee, das ist ein Holzpferd. Das ist nicht das Richtige. Verdorbenes, hier ist noch fehlende Figur. Bringe dem alten Mann das Spielzeug zurück. Oh, gut, jetzt müssen wir wieder hier runter. Hier war der Damm. Und hier geht's wieder zu dem Alten. Sitzt er wieder in der Ecke, oder? Wo ist er denn jetzt? Ach, hier dort. Du spielst immer noch mit diesem Spielzeug, was? Mach dir keine Sorgen. Ich meine es nicht böse. Wer bin ich schon, dass ich jemanden in meinem Zustand kritisieren könnte? In deinem Zustand? Was meinst du damit? Ich bin verloren, Junge. Ich bin schon seit langer Zeit verloren. Dieses Gefängnis, es zerstört mich. Ich kann hören, wie die Wände auf mich einstürzen. Ich weiß, dass es dir wehtut, aber ich muss es dir sagen. Manchmal sehne ich mich mehr nach dem Tod als nach der Freiheit. Sag das nicht, der Tod ist das Ende unserer Reise. Da gibt es nichts, auf das man sich freuen könnte. Du bist jung, gesund und stark. Du würdest es nicht verstehen. Und ich hoffe sehr, dass du es nie wirst. Hoffnung, siehst du? Hoffnung, siehst du? Du hast noch Hoffnung. Solange es noch Hoffnung gibt, ist es noch nicht an der Zeit, an den Tod zu denken.
Ich wusste immer, dass du mal klüger wirst, als ich es je war. Es tut mir nur so schrecklich leid, dass ich dich mit mir in diesen verstörenden Abgrund, ziehe. Ich werde Hilfe für dich finden, das verspreche ich. Nur bitte erinnere mich daran, wie du heißt. Was? Ich werde Hilfe für dich finden, das verspreche ich. Nur bitte erinnere mich daran, wie du heißt. Mhm. Oh. Du bist nicht er. Hilfe, jemand muss mir helfen. Verdammt nochmal, wer hat dich hierher geschickt? Hm. War es der Rabe? Krähe, krähe. Flieg weg, Bastard. Du kriegst mich nicht. Alois, niemals. Beruhige dich, ich werde dir nicht wehtun. Die Galle der Nacht ist sauer und du und wird dein Lächeln zerfressen. Ich verfluche deine Gedanken. Mögen sie sich verlieren. Hilfe, Hilfe. Ich werde dich nicht hier sterben lassen. Ich werde dafür sorgen, dass du Hilfe bekommst und Gerechtigkeit. Ich komme wieder, das verspreche ich. Kehre nach oben zurück und beseitige deine Spuren. Alles klar, also können wir, müssen wir hier erstmal wieder fort. Müssen wir den Alten hier unten lassen. So, Quatsch. So, ich bin von hier gekommen. Als ich gekommen bin, war die Knasttür auf meiner Rechten. Also ist es hier lang. Nicht, dass ich mich jetzt hier verlaufe. Das wäre es ja noch. Das wäre es ja noch. Und ich denke mal, dass ich hier lang muss. Kommen wir hier jetzt raus? Ich hoffe's. Hier geht's hoch. Jetzt müssen wir einen Ausgang finden. Hier nicht. Jetzt verlaufen wir uns schon wieder hier unten drin. Jetzt kommen wir raus. Jetzt sind wir doch hier am Ausgang, oder? Ja, wir sind am Ausgang. Klettere die Leiter hoch und verlasse das Höhlensystem. So, jetzt sind wir hier raus. Das ist der Bier. Ah, der ist jetzt da. Alles klar. Mirogott, ansprechen. Was verdammt nochmal machst du da? Nichts. Ich bringe nur den Trank, den deine Frau bestellt hat. Noch eine Lüge. Und du bist einen Kopf kürzer. Du willst, dass alles offengelegt wird? Na gut, ich habe deine geheime Höhle besucht. Ich schwöre bei allen Lebenden und Toten, wenn du ihm etwas getan hast, dem alten Mann geht es gut. Du hast ihn sicher verängstigt. Ich muss sofort nach ihm sehen. Du gehst nirgendwo hin, bevor du mir nicht erklärt hast, was hier vor sich geht. Ich wusste, dieser Tag würde kommen. Auf eine gewisse Art und Weise ist es beinahe schön, endlich jemand anderen als Biragnotta davon erzählen zu können. Der Mann, den du in der Höhle gefunden hast, ist mein Vater. Er ist nicht gestorben, zumindest genau genommen nicht. Es fing mit einfachen Fehlern an. Einige Lücken in seiner Erinnerung. Namensverwechslung, wenn er sich mit den Leuten unterhielt. Aber als meine Mutter starb, wurde es schlimmer. Bald erkannte er mich nicht mehr. Mich, seinen eigenen Sohn. Mein Vater war der weiseste Mann mit dem stärksten Willen, den ich je gekannt habe. Er war ein wahrer Anführer, dem das Wohl seiner Leute am Herzen lag, auch wenn ihn nicht jeder liebte. Jeder respektierte ihn. Ich konnte nicht daneben stehen und zusehen, wie sein Ruf zusammen mit seinem Verstand in Stücke zerfiel. Also gab ich kein Wort über seine Krankheit preis. Stattdessen versteckte ich ihn und verkündete,
dass der Kastellan verstorben war. Das tut mir leid, Mirogott. Niemand sollte etwas derartiges durchmachen. Ich war nicht bereit dafür, meinen Vater zu verlieren. Nicht damals, nicht so. Was ist mit all den Waren in der Höhle? Sie stammen aus allen Ecken des Oxbos und einige der Kisten tragen sogar ein Siegel der Baumeistergilde. Ich brauchte die Münzen. Jeden Tag schickte ich Boten zu allen Heilern des Reiches und dann noch weiter weg. Es gab viele Versuche, meinen Vater zu heilen. Tränke, Salben, Pulver, Heilmittel für den Körper, für den Geist. Nichts hat je geholfen, aber ich wusste, dass die Lösung da draußen liegen musste. Sie musste es einfach. Das Vermögen meines Vaters schwand schnell, aber ich durfte nicht aufgeben. Ich musste es weiter versuchen. Die anderen Dörfer versorgten Biastovia immer noch mit kostfreien Waren, um der Stadt zu helfen, sich zu einer starken Hauptstadt zu entwickeln. Als dann der Brief des Königs kam, in dem stand, dass die Dörfer nun von dieser Verpflichtung befreit sein würden, bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich verbrannte den Brief und sagte allen Dorfvorstehern stattdessen, dass die Nachfrage noch steigen würde. Ich wusste, dass sie mich dafür hassen würden, aber das war mir egal. Du standest mit dem Rücken zur Wand, das kann ich nachempfinden. Aber was ist mit den Waren von den überfallenen Wagentross? Das ist alles meine Schuld. Ich werde, was ich getan habe, nie wieder gut machen können. Aber ich hatte keine andere Wahl. Sprich dich aus. Ich habe es geschafft, das ganze Geld auszugeben, sogar mit zusätzlichen den Waren aus den Dörfern. Ich brauchte mehr. Ich bat an einigen zwielichten Orten um eine Leihe, aber vergeblich. Dann wurde ich von einem Mann angesprochen. Er war ruhig und gelassen, sogar höflich, aber seine Nähe hat bei mir von Anfang an eine Gänsehaut ausgelöst. Er sagte, er sei ein Geschäftsmann, der seine Unternehmungen gern in den Oxbow verlegen würde. Wenn ich ihm erlauben würde, seiner Arbeit ungestört nachzugehen, würde er einen Teil des Gewinns mit mir teilen. Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich hätte von nichts gewusst, dass man mich hereingelegt und benutzt hat. Aber so war es nicht. Ich wusste, auf was ich mich einlasse, und ich habe uns verraten und verkauft, uns alle. Sag mir nicht, dass du... Ja, ich habe die Gesetzlosen hergebracht. Ich habe ihnen erlaubt, meine Leute auszuplündern, und ich habe von dem Schaden, den sie angerichtet haben, profitiert. Verdammt! Jetzt, da ich es laut ausspreche, widere ich mich selbst an. Am Anfang ging es nur um das Geld und ich redete mir ein, dass es für eine gute Sache gedacht ist. Aber als Menschen verletzt wurden, ich glaube es nicht. All das ist wegen dir passiert. Wenn ich aufwache, rieche ich noch immer den Rauch. Ich versuche, aus dem Geschäft auszusteigen, aber der Anführer der Gesetzlosen hat mich nur ausgelacht. Er sagte, ich läge an seiner Leine und mein Bellen wäre völlig bedeutungslos. Ich läge an seiner Leine, auch so wie ein Hund, und mein Bellen wäre völlig bedeutungslos. Ich konnte nichts tun. Ich hatte Angst, dass er den Leuten von unserer Abmachung erzählen würde. Mir wurde klar, dass ich einen starken Verbündeten hier im Oxbow brauche. Und so wandte ich mich an die Baumeistergilde. Aber als sie ankamen, wartete er und seine Schläger schon auf sie. Ich glaube nicht, dass all das ist wegen dir passiert.
Ach so, das habe ich vorhin schon gelesen. Alles klar. Das war der Tag, an dem etwas tief in mir zerbrach. Es war klar, dass es für diese Geschichte kein unerwartetes, glückliches Ende geben würde. Ich war zu einem Monster geworden. Es gab keine Vergebung, kein Zurück. Alles, das ich noch tun konnte, war vorwärts zu drängen, ein Heilmittel zu finden, um diesem Land den Kastellan zurückzugeben, den es wirklich verdient. Die Katze ist jetzt aus dem Sack. Ich dachte, an dieser Stelle würde ich wütend sein oder im Gegenteil erleichtert. Aber ich fühle nichts dergleichen, nur Leere. Ich habe mich schon vor einer ganzen Weile verurteilt. Tu, was du tun musst. Verrate es, wem du es verraten musst. Am Ende habe ich nur noch eine letzte Bitte. Eine, die nicht eigennützig ist. Gib mir einen Tag, damit ich die Reise aus dem Oxbow mit meinem Vater und Via Gotta vorbereiten kann. Sie sollten nicht für meine Fehler bezahlen müssen. Nimm den Stuhl, nimm all die Waren, zerstöre meinen Ruf. Es ist mir gleich. Erlaube mir nur, meinen Vater von diesem Wahnsinn zu heilen. Meine Familie stammt nicht aus diesem Land. Ich selbst kam durch Zufall hier und Unglück zwang mich dazu zu bleiben. Aber der Oxbow ist mir ans Herz gewachsen. Deine Verbrechen sind zu schwerwiegend, um sie geheim zu halten. Und das verstehe ich. Und irgendwie bin ich froh, dass meine Leute endlich von dieser Last befreit werden. Von mir. Ich bitte nur um einen Tag Aufschub. Ich will nur meinen Vater in Sicherheit bringen. Ich glaube kein Wort aus deinem verräterischen Maul. Dich hat nichts anderes getrieben als Macht und Gier. Für deine Taten sollst du hängen. Und wenn du mich fragst, wäre es noch zu gnädig. Geh mir verdammt nochmal aus den Augen. Das war die Antwort Nummer 1. Und die 2 wäre, du musstest dich einer Herausforderung stellen, der sich kein Sohn gegenüber sehen sollte. Deine Taten, so schuldig sie dich auch machen, wurden aus Liebe und Sorge geboren. Ich muss Seduin von dir und deinem Vater erzählen, aber ich werde dir die Zeit geben, die du brauchst. Lebe wohl, wir werden uns nicht wiedersehen. Na, ich nehme mal die 2, ich bin nicht ganz so blutgierig. Oder gibt es noch eine dritte Antwort? Du hast die Gesetze dieses Landes gebrochen und dafür verdienst du es, bestraft zu werden. Aber ich werde dich nicht verurteilen. Dein Schicksal hängt jetzt in den Händen deiner Leute. Sie werden über deine Zukunft entscheiden. Leb wohl, Miroknot. Was nehmen wir nun? Die 2 oder die 3? Ich nehme die 2. Sprich mit Seduin. Ob das ein Fehler war, ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist schon wieder dunkel, Leute. Oder, oh ja, wie spät haben wir es denn? 22.44 Uhr. Na klasse, da schläft er das Seduin schon. Wir haben jetzt zwar erst 23 Minuten in dieser Folge weg. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt. Nee, wir werden jetzt hier schlafen. Und nächsten Morgen werden wir mit Schlaf bis zum nächsten Tag. Werden wir mit Seduin sprechen. Ich trinke erstmal ein Schlöckchen, der schläft erstmal. Es geht bestimmt das Gelaber weiter. Sorry, aber solche Quests, die gehen mir absolut auf den Senkel. Wo ist Seduin? Der buddelt hier nirgendwo rum. Der ist hier um die Ecke rum. Oder wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Seduin! Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der so nicht hier drinne?
Wo ist. Ach, hier drin, in dem ist er hier drin, ne? Sollte ihn ansprechen. Ich freue dich, dich bei guter Gesundheit zu sehen. Immerhin versuchst du eine unbekannte Krankheit. Hast du etwas Neues darüber in Erfahrung bringen können? War Dalewuja deine eine Hilfe? Dalewuja hat versprochen, Biaknot dagegen einen kleinen Gefallen zu beschäftigen. Währenddessen habe ich mir das Haus näher angesehen. Ausgezeichnet. Ja, das ist mir zu Ohren gekommen, dass die Freundschaft der beiden wieder entfacht ist. Ich tratsche vielleicht selbst nicht. Selbst nicht, aber meine Patienten sind eine andere Geschichte. Hast du die Quelle der Infektion finden können? Es gibt keinen Pilzbefall, aber das sollte dich nicht enttäuschen. Denn die Geräusche und der Gestank sind so wirklich, wie sie nur sein könnten. Das würde bedeuten, dass niemand tatsächlich wahnsinnig geworden ist. Wenn das der Fall ist, was ist die Ursache dieser Störung? Hoffentlich ist es nichts Übernatürliches. Damit kenne ich mich nicht aus. Im Haus des Kastellans habe ich im Boden versteckt eine Falle gefunden. Sie führt zu einem unterirdischen Höhlensystem. Sein eigener privater Keller. Oh, das wäre der perfekte Ort, um Experimente vor neugierigen Blicken gestützt durchzuführen. Ein kühler, schützender Ort für tote Körper. Wenn ich Zugang zu solchen Arbeitsbedingungen hätte, hätte ich meine alte Werkstatt nicht aufgeben müssen. Was hast du dort gefunden? Ein misshandelter Mann, der dort unten lebt, ist die Quelle dessen, was die Leute gerochen und gehört haben. Das würde einiges erklären, aber dieser Unglückliche, ein Gefangener von Mirogott? Das spielt keine Rolle. Ich habe kein Mitleid mit Verbrechern. Aber meine berufliche Voreingenommenheit sagt mir, dass ich ihn mir trotzdem ansehen sollte. Es stört den Frieden vieler hier. Ich weiß, wie das klingen mag, aber Mirogott hat seinen Vater in eine unterirdische Höhle gesperrt, um ihm zu helfen und zu behandeln. Ich fürchte, du irrst dich. Von Bolgo war... Was von Bolgo war nach seinem letzten Jagdausflug nicht mehr viel übrig. Miroknot erlaubte mir damals einen Blick auf die Überreste seines Vaters zu werfen. Es war ein wirklich grausiger Anblick, wenn ich darüber nachdenke. Hat er es mir nur widerstrebend gestattet. Bolgos Krankheit wurde schlimmer. Er erkannte seine Familie und sich selbst nicht mehr. Also wurde sein Tod vorgetäuscht und Mirogott nahm seinen Platz ein. Überraschung, neugierig. Neugierde, Zweifel und Freude gehen mir alle gerade durch den Kopf. Aber vor allem Enttäuschung. Ich war die ganze Zeit über hier, aber niemand hat mich um Hilfe oder auch um einen Rat gebeten. Der Trank, den mir Mirogotts Trost genannt haben, war in Wahrheit Bolgos Trost. Miroknot hatte gute Absichten. Er hat alles geopfert und selbst eine Krise hier in Kauf genommen, um die Gesundheit und den Ruf seines Vaters zu bewahren. Er mag ein gutes Herz haben, aber es ist egoistisch. Und wie du siehst, vergibt es seine Zuneigung unterschiedlich. Der Kastellan hat sich über Jahre viele Feinde gemacht. Die Leben vieler zerstört und noch mehr einfache Leute der Gefahr von Hungersnot, von Hungertod, Krankheit und Armut ausgesetzt. Lass mich darüber nachdenken. Ich werde mit dem Quartiermeister darüber reden müssen. Derwan ist einer der wenigen Menschen, die hier noch etwas Respekt und Gehorsam genießen. Viastova wird jetzt einige sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen. Aber es könnte lange genug dauern, um Mirogott Zeit zur Flucht verschaffen. Wir werden sehen. Trotzdem danke ich dir. Bitte komm wieder
zu uns, wenn die Aufregung vorbei ist. Das werde ich. Viel Glück. Warte auf weitere Ereignisse. Na ja, gut. So, alles klar, meine Freunde. Wir warten jetzt auf weitere Ereignisse, aber nicht hier. Ich gehe jetzt nach Hause. Es wird Zeit, dass wir diesen niederträchtigen Ort hier verlassen. Der hat schon wieder Durst. Nee, hat auch wieder Durst. Wir haben noch einen Schluck Wasser drin. Ich gehe nochmal auf den Markt und verkaufe nochmal. Die haben ja alle kein Geld mehr. Brauche ich gar nicht zu machen. Die haben ja alle kein Geld mehr hier. Gut, dann nehme ich den ganzen Krempel mit nach Hause. Ich habe noch Trinkschlauch, habe ich noch was drin. F. Den Schluck habe ich jetzt noch ausgetrunken und ich begebe mich jetzt auf die Reise nach Hause. So, alles klar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir mal sehen, was da hier noch so passiert. Also wir gehen jetzt auf alle Fälle erstmal unser Dorf zurück. Wir waren jetzt, naja, fast 2 Tage unterwegs. Es wird Zeit, dass wir uns um unser Dorf wieder kümmern. Wir haben 23 da oben, 22 Leute, die nichts zu tun haben. Alles klar. Wir sehen uns in unserem Dorf wieder und in der nächsten Folge. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss.